Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Okay, ihr seht mich jetzt gerade mal nicht. Wieso, weshalb, warum? Sehen wir gleich nach dem Trailer. So, und zwar haben wir hier mal was ganz Besonderes. Und zwar ein Handy, Blackview. Das gibt es bei Amazon um die 90 Euro. Und ja, das ist ein Handy für meine Mutter. Und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, bevor sie es kriegt, machen wir doch mal ein Unboxing. Und ob das Ding gut ist. So, es hat ein Screen von 6,88 Zoll. So, hoffe ich kann man es sehen. Ja, 6,88 Zoll von 1280x600. Entschuldige, Nebengeräusche im Hintergrund, haben wir gerade ein bisschen Sturm. So, 1 GB RAM, 16 GB ROM, ein riesen Akku auf jeden Fall von 4080, ja, 5 Megapixel Frontkamera, 13 Megapixel Rückkamera. So, packen wir das gute Stück mal aus. So, so. So, hier wäre das Handy. Gucken, was haben wir noch dabei? Die Bedienungsanleitung auf Englisch, Chinesisch und auf Deutsch. Perfekt. Dann haben wir noch einen Ladestecker, 0,15 Ampere, Ausgang 1000 mAh mit CE-Kennzeichen. Sehr wichtig. Dann haben wir hier ein, ja, was ist das hier? Micro-USB. Jo, haben wir da noch was? Kopfhörer oder so? Ne, Kopfhörer haben wir leider jetzt nicht dabei. Na gut. Die Hersteller werden auch mal geiziger. So, gut. Dann kommen wir mal zu dem Handy. Was cool ist, ist natürlich auch schon, na, sein Gummicase bei, also Gummitasche zum Schutz. Die Farbe, die ist so eine Art blau-lila. Sieht natürlich nice aus. Gibt es auch in einer anderen Farbe, ich glaube in schwarz gibt es die auch noch. Ja. Die Folie ab. Ja, es ist auch noch eine Schutzfolie vom Hersteller drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann in der Kamera. Ja, nicht wirklich. So, das Handy wird bestückt mit zwei Karten. Mal gucken, wie geht der Teil auf. Irgendwo muss da hier eine Kerbe sein. Ja, hier. So. So. Na. Also wie gesagt, wenn ihr Interesse habt an dem Handy, ich mache einen Link unten in die Beschreibung rein, da könnt ihr darüber kaufen. So, was haben wir hier? Einmal für die SIM-Karte 1, SIM-Karte 2, und für die SD-Karte. Der Akku ist nicht entnehmbar, also den kann man nicht tauschen. Ja, also großartig gibt es hier nichts zu sehen. Ne? Hat einfach nur so eine Plastikhülle. Machen wir einen Rundgang. Kopfhöreranschluss, ganz normal Klinke. Laut leise wippen. Taste zum Anmachen, Ladeanschluss, nochmal ein Loch fürs Mikro, hier der Lautsprecher, Kamera mit Blitz, hier sitzt die Frontkamera, machen wir das Gerät mal an, mal gucken wie lange es dauert. Ja. Was für eine Android-Vision jetzt hier drauf ist, weiß ich jetzt noch nicht, da müssen wir jetzt gleich mal gucken in den Einstellungen. Aber wie gesagt, für das kleine Geld, es sieht schön aus. Okay, man hätte hier unten noch den Rand ein bisschen mehr Display geben können. Aber gut, meckern auf hohem Niveau. Ja. Startvorgang dauert ein bisschen. Android wird gestartet. Ja, und da sind wir schon. Läuft auch ganz flüssig. Wie gewohnt ist hier oben die Notchleiste. Gehen wir mal in die Einstellungen, gucken wir mal, welches Android-System hier drauf ist.
Speicher 27% belegt von 11,16 frei. Über das Telefon. So, Modell A60 nennt sich das. Android Go. Version, keine Ahnung. Sagt mir jetzt so nichts. Ist wahrscheinlich wieder so eine eigene Variante. Ja, ist natürlich die Frage, updatesmäßig wird da wahrscheinlich nicht viel kommen. Aber ganz ehrlich, man muss ja nicht immer das neueste Update haben. Ja, von der Performance her kann man nicht meckern. Machen wir mal irgendeine Seite auf. Nein, danke. Ist auf jeden Fall ein haptisches Feedback in der Tastatur, also es vibriert. Ja. Geben wir dem Gerät mal eine Sekunde, bis er sich ja, eingearbeitet hat. So, jetzt sind wir jetzt hier bei Google. Ja, wie man sieht, hat er so ein bisschen Ladeprobleme. Aber ich vermute mal, wenn der Gerät eine längere Zeit anbleibt, hat sich das wohl gibt. So, jetzt gehen wir mal hier auf eBay selber. Gucken wir mal. Ja, das dauert ein bisschen, klar. Ist natürlich jetzt kein Flaggschiff, aber für den Preis, wenn man ein Handy braucht oder für die Kinder, ist das ein super Teil. Also kann man nicht meckern. Ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.